Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, liebe Freunde überall. Heute möchte ich mit euch der faszinierenden Frage nachgehen, wer von uns denn nun wirklich in die Entrückung mitkommt und wer nicht. Wer also auf der Erde zurückbleibt, zurückgelassen wird. Und durch die Trübsal, die Zeit des göttlichen Zorns auf der Erde mit all ihren dramatischen Entwicklungen hindurch muss. Grundsätzlich gilt, und das haben wir immer wieder betont, dass nur der oder nur diejenige, die wirklich zu Jesus Christus gehören, durch Bekehrung, Wiedergeburt im Heiligen Geist, Glaubenstaufe mit Sicherheit bei der Entrückung dabei sind. Und die Entrückung findet nach unserer sehr persönlichen Einschätzung der Ereignisse in den allernächsten Jahren statt. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, dass ein massiver Abfall vom biblischen Glauben überall im vollen Gange ist, sodass sich der Kreis der entrückungswilligen Gotteskinder dauernd verändert. Grundsätzlich gilt, und dazu lesen wir jetzt einen Bibeltext, Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du dich also von Jesus hast finden lassen und dich zu ihm wirklich und wahrhaftig bekehrt hast und inzwischen nicht vom Glauben abgefallen bist oder mit dem Glauben nur rumtändelst, dann bist du bei der Entrückung voll dabei. Ein weiterer Bibeltext, Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Wenn du aus deinem persönlichen Elend herauskommst, gewissermaßen zu Jesus hin und ihm voll vertraust, wird er dich nicht zurücklassen oder vertreiben, sondern er wird sich im Gegenteil ganz stark zu sich hinziehen. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, 1. Samuel 1, Vers 15. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Wenn du alles mit deinem Herrn und Heiland geklärt hast, was deine Sünden angeht, dann wirst du in die Entrückung mitkommen. Ein weiterer Bibeltext, 1. Petrus 5, Verse 6 bis 9. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Widersteh dem Teufel auf all deinen Wegen und vertraue auf Jesus, deinen Herrn, und du wirst bei der Entrückung dabei sein. Wenn du dich nicht für die Endzeit sonderlich interessierst,
aber treu an Jesus und dem ganzen Wort Gottes festhältst, kommst du mit in die Entrückung. Wenn du festhältst an der Liebe Jesu, dann bist du nicht verloren. Wenn du aber auch nur einen ganz kleinen Teil der Bibel bewusst nicht als Gottes Wort in deinem Herzen trägst oder etwas zum Wort Gottes hinzufügst oder wegnimmst, wenn du Israel nicht als das Volk Gottes im Herzen trägst, wenn du deine Glaubensgeschwister, egal wo sie sich aufhalten, nicht ehrst, dann bist du in der akuten Gefahr, zurückzubleiben bei der Entrückung. Lesen wir einen weiteren Bibeltext aus Offenbarung 22, den Versen 18 bis 21. Johannes sagt: Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Jeder Christ ist dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass er die Kraft und Wahrheit der echten Abhängigkeit von Jesus in seinem Herzen festhält, jeder einzelne Christ für sich. Nur das wird den Abfall vom Evangelium zurückhalten. Denn wenn wir als einzelne Gotteskinder nicht heilig leben, dann werden es die Gemeinden auch nicht tun und die Nationen schon gar nicht. Andere leugnen nicht die allgemeine Abkehr von der Bibel. Doch sie sind sich sicher, dass sie nicht zu diesen gehören. Deshalb rate ich dir, prüfe dich. Denken wir doch nur an Petrus. Er glaubte nicht, dass er jemals Jesus verleugnen würde. Doch er irrte sich. Zum Glück war es noch nicht zu spät für ihn. Sind wir besser und stärker als Petrus? Stehen wir nicht auch in der Gefahr, verstockt zu werden? In unseren Seelen steckt doch das gleiche Prinzip, Sünde und in gewisser Weise die Liebe zur Welt und Angst vor Verfolgung und Ausgrenzung. Es ist einfach nur unklug, wenn wir uns in Zeiten wie diesen nicht zu allergrößter Wachsamkeit gegenseitig anhalten. Die große Mehrheit der Menschen im deutschsprachigen Raum lehnt den biblischen Glauben ab. Jeden Tag verliert die Wahrheit der Bibel an Boden. Irrlehre, Kulte, politische Korrektheit, Geheimbünde und sektiererische und religiöse Gruppen, die nicht Jesus meinen, nehmen zu. Und wie ist es mit dir? Kannst du die Abkehr vom Evangelium allenthalben erkennen und dich mit aller Kraft dagegen stemmen? Ist dein Herz voller Eifer und Liebe für Jesus und für deine Glaubensgeschwister? Die große Gefahr ist, wenn wir glauben, wir müssten mit den Wölfen mitheulen, damit die Gemeinde wächst. Wenn wir glauben, wir müssten uns der Denkweise der Welt annähern.
Dazu ein Bibeltext, 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Jesus kennt die Seinen. Lesen wir Habakuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, wann jeder Abfall vom Glauben zu Ende ist. Aber zuerst hat er in seinem Wort den gewaltigsten Abfall vom Glauben angekündigt. Und der wird kommen. Und ungefestigte Seelen können immer noch getäuscht werden. Wir dürfen uns also nicht in die Irre führen lassen. Ein weiterer Bibeltext, der uns hilft. 1. Korinther 15, Vers 33. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Fassen wir zum Schluss noch die Zeichen einer völligen Abkehr vom Glauben an Jesus Christus zusammen. Eine Abkehr, die keinen Raum mehr für die Entrückung übrig lässt. Wenn jemand glaubt, dass nichts an Jesus und an seinem Evangelium erstrebenswert ist, wenn die unbeschreibliche Güte und Herrlichkeit des biblischen Gottes völlig verneint wird, dann sieht es schlecht aus für diese Person. Wenn jemand daran grundsätzlich festhält, dass das Evangelium unwahr ist, eine schlau erfundene Fabel, dann sieht es ebenfalls schlimm um diese Person aus. Wenn jemand Jesus die Ehre für seine Macht und seine Wahrheit aberkennt, dann ist der Abfall unumkehrbar. Wenn jemand mit Verachtung auf Jesus blickt und den Vater und den Heiligen Geist, dann sieht es trostlos für eine solche Person aus. Wer treue Christusjünger mit allem, was in ihm ist, verfolgt, hat bei Gott ganz schlechte Karten. Nicht wie Paulus, der noch für das Wunder der Verwandlung offen war. Er hatte zuerst die Christen verfolgt, aber dann wurde er trotzdem noch so verändert, dass er ein bleibender Christusjünger wurde. Er war ein gnadenloser und unumkehrbarer Verfolger alles Christlichen, aber nur für eine Zeit. Und dann hat er sich verändern lassen. Das ist hier gemeint. Wenn jemand den Heiligen Geist verschmäht mit allem, was in ihm ist, der verunehrt die Seele und das Leben des Evangeliums. Und schließlich, wenn die Abkehr vom Evangelium allgemein üblich ist wie in unserer Zeit, dann zeigt der Mensch, der sich ohnehin schon abgekehrt hat, er zeigt sein schamloses, sein wahres, sein verräterisches Gesicht. Andererseits, wer gesündigt hat und zurück will zu Christus, der wird immer Gnade erfahren. Auch das müssen wir wissen. Besser noch, wie können wir uns vor dem Abfall vom biblischen Glauben denn schützen? Zuallererst geht es um die Ehre Gottes. Zigtausende, die sich Christen nennen, sind dies nur dem Namen nach. Sie haben eine äußerliche Form der Frömmigkeit, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Scheinheiligkeit. Kirchen, die Schwache und Kinder missbrauchen und den Missbrauch nicht bestrafen, machen dem Gott der Bibel keine Ehre.
Auf diese Weise machen wir den Namen Gottes keine Ehre. Irrlehren, Sekten, Heidentum, Satanismus, andere Religionen, sie alle verunehren den heiligen Namen des Gottes der Bibel. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Nur die Schrift, nur die Gnade, nur der Glaube. Das sind die Errungenschaften der Reformation. Und wie viel Reformation ist denn noch in unseren Herzen? Wie weit sind wir einer der vielen Irrlehren bereits auf dem Leim gegangen? New Apostolic Reformation, Kingdom Now Bewegung, Präteristen, Irrlehren, die sich häufen und die wachsen auf allen Erdteilen. Lassen Sie uns kalt? Sind wir schon infiziert? Noch haben wir Zeit, doch sie wird langsam knapp. Jeder, ihr lieben Freunde, jeder soll sich selbst prüfen. In diesem Sinne möchte ich zu euch sagen, lasst uns das Gehörte mit Bedacht und mit Behutsamkeit verarbeiten in unserem Herzen. Ich möchte euch zum Abschluss gerne segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.